zu schreien. Ich muss mich konzentrieren. Pinkie Pie, hör auf. Die große Gala beginnt bald. Und wenn du so verschwitzt bist, darfst du dein neues Kleid nicht anziehen. Was liest Twilight denn? Sie brütet über einem ganz besonderen Zauber für die Gala. Wo sind die anderen? Es ist schon spät. Hey, immer langsam mit den jungen Pferden. Super, ich bin auch fertig. Womit? Okay, jetzt Spike. Ein Apfel. Backen wir Apfelkuchen? Psst, Achtung. Wie wunderbar. Oh, ist die schön. Danke, aber das ist erst der Anfang. Fluttershy, wo sind deine Freunde? Hier. Und es wird ihnen nichts passieren, Twilight? Du hast mein Wort. Tada! Merkwürdig. Das ist sehr interessant. Toll, oder? Keine Sorge, ab Mitternacht sind sie wieder Mäuse. Oh, Karl, nicht doch! Wartet! Kommt zurück! Die Pferde sollten doch unsere Kutsche ziehen. Wie sollen wir jetzt zur Gala kommen? Was können wir denn jetzt bloß tun? Ich bitte um Verzeihung. Wärt ihr vielleicht so nett und würdet uns in der Kutsche zur Gala ziehen? Oh, ja. Hervorragend. My little pony, my little pony. Gut sein kann. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Schon, Mädels. Lasst mich rein. Momentchen, Spike. Wir ziehen uns gerade an. Bist du verrückt? Anziehen? Rarity, normalerweise tragen wir doch auch keine Kleidung. Oh. Tut mir leid, Spike. Ich habe eben gewisse Ansprüche. Ich fasse es nicht, dass wir heute nach Canterlot fahren. In unsere Heimatstadt. Und das Beste ist, dass wir alle die ganze Nacht zusammen sind. Tja, also ich weiß nicht, Spike. Nun, erstmal abwarten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge zu tun. Damit es richtig spaßig wird. Okay. Keine Sorge, Spike. Wir finden schon Zeit, zusammen zu sein. Okay. Ich will euch nämlich unbedingt Canterlot zeigen. Rarity muss die Kronjuwelen sehen und Applejack den goldenen Apfelbaum. Und Pinky führe ich in meine Lieblingsbäckerei. Ich bin so aufgeregt. Jetzt geben wir Tempo. Höher! Hey, entschuldige mal, ja? Ich... Wenn du nicht mit unserer Nachbarin Rarity befreundet wärst. Aus. Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Diese Nacht wird all unsere Träume übertreffen. Das wird die schönste Nacht aller Zeiten. Auf der Gala, auf der Gala, da im Garten werde ich sie alle sehen. Alle werden meine Freunde auf der Gala. Tausend Tiere aller Arten werden sich nach mir umdrehen. Alle werden sie mich lieben, hier auf dieser Gala. Auf der Gala, auf der Gala, stürzen sie sich auf mein Apfelsortiment. Der Verkauf läuft einfach riesig, Äpfel liegen voll im Trend. Ich verdiene gutes Geld hier für meine Familie. Steht bei uns ganz oben auf der Skala. Ganz egal, ihr wisst, ihr wisst nun wahr. Auf diese Gala, auf der Gala, auf der Gala. Auf der Gala. Auf der Gala. Auf der
der Gala lädt der Adel mich zum Kennenlernen ein. Ich benehme mich sehr fein auf dieser Gala. Auf der Gala. Ich begegne meinem Prinzen, er wird höflich zu mir sein. Und ich werde seine Lady abends auf der Gala. Hätten wir genug für diese Nacht der Nächte. Wäre es schön, wenn sie uns das, was wir wünschen, brächte. Auf der Gala. Ich wollte schon immer fliegen mit dieser Fliegertruppe. Die Wonderbolts mit ihren Tricks geben mir die tollsten Kicks. Im Team mit diesen Meistern will ich die Welt begeistern. Ich will die Wonderbolts heute treffen auf der Gala. Wir sind auf diese Nacht der Nächte. Nicht diese ist viele, doch nur diese ist die echte auf der Gala. Diese Gala ist was Feines, wohl das Größte sicherlich. Doch sie ist nicht ganz vollkommen, wenn so jemand fehlt wie ich. Fragt man nach der Partykönigin, zeigt jeder gleich auf mich. Alle möchten gerne feiern, wie ich heute auf der Gala. Gute Laune auf der Gala, auf der Gala. Die Prinzessin auf der Gala setzt sich gesprächsbereit. Und wir plaudern übers Zaubern, da weiß ich gut Bescheid. Die Prinzessin ist erfreut und nimmt sich für mich ganz viel Zeit. Das ist wohl die Nacht der Nächte. Jetzt wollen wir auf die Gala gehen, im Reiz kann niemand widerstehen. Jetzt muss es endlich sein, denn jetzt beginnt die Nacht der Nächte. Jetzt läuft es auf ein Fest hinaus, heute sehen wir bezaubernd aus. Jetzt will ich sein, wo Leute sind. Jetzt werden Köpfe gut verkaufen. Jetzt will ich meine Prinzen sehen. Ich bin toll, ihr Wunderbolt. Ich bin, ich werde, ich kann, ich muss, ich geh, ich sprech. Auf dieser Gala, auf dieser Gala. Denn das wird die Nacht der Nächte. Auf der Gala. Yeah, die schönste Nacht aller Zeiten. Und wieso? Wir verbringen auf der Gala nämlich eine Menge Zeit zusammen. Oder auch nicht. Prinzessin Celestia! Twilight, ich freue mich so sehr, meine Schülerin hier zu sehen. Ich bin so wahnsinnig glücklich, hier zu sein. Wir haben uns ja so viel zu erzählen. Ich hoffe, du bist den ganzen Abend an meiner Seite. Dann können wir viel Zeit miteinander verbringen. Ja, ich habe mir gewünscht, dass du das sagst. Beeilung, schnell! Oh, aber nicht zu schnell! Ihm hinterher! Oh nein, ich sollte cool wirken, aber nicht kalt! Ich will ihm nach! Er ist mein Märchenprinz! Nein, er ist mehr als mein Märchenprinz! Oh, wie schön! Eine Wiesenlerche! Ich glaube fast, sie hat mich gerufen. Oh, wie herrlich, davon habe ich immer geträumt. Ah. Hey, mein Freund, hast du Hunger? Ja, wie ein Pferd. Gut, worauf hast du denn Lust? Kandierte Äpfel, Apfelkuchen, Apfelschnitte, Apfelpommes? Ich glaube, ich nehme den großen Apfelkuchen. Hier, den allerherzlichsten Dank. Jeha! Ich bin seit einer Minute hier und habe schon was verkauft. So habe ich es mir vorgestellt. Nach der Show bist du immer hungrig, was, Soren? Hm, ja. Mein Kuchen! Oh, Wahnsinn. Danke. Ach, kein Problem. Hey, ich kenne dich doch. Du hast uns damals in Cloudsdale gerettet und hast auch den Wettbewerb gewonnen. Ja, mein Name ist Rainbow Dash. Wow, Rainbow Dash. Sieht aus, als hättest du uns wieder gerettet. Oder zumindest Sorens köstlichen Apfelkuchen. Wollen wir was zusammen machen? Sicher, wieso auch nicht? Ich bin mit den
großartigen Wonderbolts unterwegs. Eine herrliche Tanzfläche und lauter Partyponys. Oh, und die Band erst. Alles glänzt so hübsch. Ich muss tanzen. Hurra, ich bin hier auf der Gala. Hurra, ich bin hier auf der Gala. Hurra, ich bin hier auf der Gala. Das war mein größter Traum. Das war mein größter Traum. Wuhu, das war mein größter Traum. Yippie. Hurra, ich bin hier auf der Gala. Oh, hallo. Ich bin Prinz Blaublut. Ich bin Rarity. Oh, was für eine wunderschöne Rose. Du meinst diese Rose? Finde ich auch. Sie passt gut zu meinen Augen. Die kleine Wiesenleiche muss hier gleich irgendwo sein. Ach, das warst du? Yep, ich pfeife immer bei der Arbeit. Oh, ja, nun, entschuldige. Oh, das ist ja ein riesiger Tukan und ein Klammeräffchen. Und da vorne ist ein Bergkänguru. Oh, Fluttershy, wieso musst du immer so laut sein? Hey, Spitfire! Hast du schon in Regenbogenseite gedreht? Ja, ich finde das auf jeden Fall gut, wenn wir das in Erwägung ziehen. Bist du eigentlich schon mal höher als der Blitz gestiegen? Oh. Willkommen bei unserer prachtvollen Gala. Prinzessin, ich bin so froh, Zeit mit dir verbringen zu können. Ja, ich freue mich auch. Oh, guten Abend. Willkommen bei der Gala. Weshalb ich dich auch... Hallo, meine Damen. Wie schön, euch hier wiederzusehen. Sieht ganz so aus, als brauche man schon einen Zaubertrick, um mit der Prinzessin in Ruhe reden zu können. Erste Minute, ein Verkauf. Zweite. Vierte. Sechste. 60. Minute, nichts verkauft. Oh, und so hatte ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ich bin auf der prachtvollen Gala. Die habe ich mir anders erträumt. Oh, so hätte ich mir das niemals vorgestellt. Oh, guten Abend. Seid herzlich willkommen. Willkommen. Guten Abend. Herzlich willkommen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir unternehmen doch gar nichts zusammen. Ach, das entspricht überhaupt nicht meinen Wünschen. Nein, mein ganzes Leben habe ich diesen Moment ersehnt. Den werde ich mir auf keinen Fall kaputt machen lassen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Für mich wird diese Nacht zur schönsten Nacht aller Zeiten. Twilight sagt, ich muss mutiger sein. Es tut mir leid, aber ihr braucht euch nicht vor mir zu fürchten, meine Freunde. Also, ich muss jetzt sowieso gehen. Ihr könnt ruhig wieder rauskommen. Erwischt! Alles okay. Ich tu dir bestimmt nicht weh. Ich wollte deine Freundin sein. Hört sich doch gut an. Na komm, Rainbow. Wenn sie dich nicht wahrnehmen, musst du auf dich aufmerksam machen. Oh. Ja, da bin ich dabei. Gib ihm eine Chance, Rarity. Hab Geduld, er wird seine prinzliche Seite bestimmt noch zeigen. Warte, Rarity, warte! Ach, Prinz Blaublut, ach, wie ritterlich. Wer will schon ausrutschen? Ja, wer will das schon? Wer könnte denn seinen Schal darüber legen? Nun ja, wer könnte das tun? Ach.
Na, kommt schon, ihr Ponys. Jetzt wollen wir mal eure Hufe zum Schwingen bringen. Der rechte Huf muss rein, der rechte Huf muss raus. Der rechte Huf muss rein und dann schüttelst du ihn aus. Du tanzt den Pony, Poki, Schlange steht das ganze Haus. Ja, darauf läuft es hinaus. Der linke Huf muss rein, der linke Huf muss raus. Der linke Huf muss rein, lass den nächsten Schritt mal aus. Du tanzt den Pony Poki und schaust nach den anderen aus. Ja, darauf läuft es hinaus. Kick hinten links hinein, kick hinten links hinaus. Kick hinten links hinein und mach dir nichts weiter draus. Du tanzt den Pony Poki und du ziehst die Stirne kraus. Ja, darauf läuft es hinaus. Du neigst den Kopf hinein, du neigst den Kopf hinaus. Du neigst den Kopf hinein und dann schüttelst du ihn aus. Du tanzt den Pony Poki, aber aus bleibt der Applaus. Dann wirf deinen Kern hinaus. Auf dich stürzt alles ein und du stürzt aus dem Haus. Auf dich stürzt alles ein und du lässt den Ärger raus. Du tanzt den Pony Poki und du drückst dich deutlich aus. Ja, darauf läuft es hinaus. Du tanzt den Pony Poki, du tanzt den Pony Poki, du tanzt den Pony Poki und schon ist das Liedchen aus. Yeah! Junge Dame, ich glaube, du bist auf der falschen Party gelandet. Oh! Das nennst du Party? Diese Ponys müssen erst mal lernen, wie man eine Party feiert. Wir hätten gern zwei Apfelschnitten. Zwei Apfelschnitten, gern sofort. Macht vier Münzen. Ich glaub's nicht, er lässt mich sogar bezahlen. Schon okay, Rarity. Ich lade euch ein. Dankeschön, Applejack. Anscheinend gibt es doch noch Ponys mit guten Manieren. Apfelschnitten, Apfeltaschen, kandierte Äpfel. Meine holden Lippen haben gewöhnliches Kirmesessen berührt. Ich besorg mir am Buffet etwas Angemesseneres. Kein Wunder, dass die Ponys hier mein Essen nicht wollen. Die hauen sich anscheinend alle diese Leckerbissen rein. Aber selbst angebaute Äpfel sind auch gut für diese Ponys. Na wartet, ich werd's euch schon beweisen. Ich kriege euch schon noch, meine Hübschen. Oh ja, und sobald ein kleines Vögelchen oder Äffchen oder Bär mein Netz berührt, gehören sie mir. Mir! Hier gibt's jetzt Luxus-Apfeltorte für eure hochnäsigen Geschmacksnerven. Ich komme! Einen uncharmanteren Prinzen als dich habe ich noch nie kennengelernt. Du bist nicht königlich, sondern eine königliche Nervensäge. Oh, bleib, wo du bist. Ich wurde gerade erst geputzt. Hast du etwa Angst, schmutzig zu werden? Das ist meine Chance! Ja! Schlimmer kann es nicht werden. Ihr sollt mich lieben! Lauf! So findet dich der Prinz, wenn
Pony Joe, ich krieg noch einen Donut. Meinst du nicht, das waren genug? Ich will noch einen Donut mit extra Streuseln. Twilight Sparkle. Lange nicht gesehen. Hey, wie war die Gala? Wie war eure schönste Nacht? Das war wohl eher die schlechteste Nacht aller Zeiten. Die war es! Ich hoffe, Prinzessin Celestia ist nicht sauer, dass wir die Gala ruiniert haben. Das war die prachtvollste Gala, die es je gab. Prinzessin Celestia! Es tut mir leid, Prinzessin. Diese Nacht war so schrecklich. Oh, Twilight, die prachtvolle Galloping Gala ist doch immer schrecklich. Ehrlich? Deshalb war ich so glücklich, dass ihr gekommen seid. Ich wusste, durch euch wird sie lebendiger werden. Auch wenn der Abend nicht so verlaufen ist wie geplant, gebt ihr mir bestimmt recht, dass er, was eure Freundschaft betrifft, gut ausgegangen ist. Ja, richtig, Prinzessin. Freunde können sogar aus dem Allerschlimmsten etwas Großartiges machen. Ja, Hauptsache, wir sind zusammen. Und reden. Und lachen. Reden wir jetzt davon, wovon ich eigentlich den ganzen Tag geredet habe? Ja, Spike, du hattest recht. So schrecklich diese Nacht auch war. Wir haben sie zusammen erlebt und das macht es einfacher. Und deshalb war es eigentlich die schönste Nacht aller Zeiten. Wir sind Freunde.